Willkommen zurück zur Karte von Jedi Survivors. Wir sind irgendwie wieder hier, aber ich werde nicht lange hier sein. Die Macht ist mit mir. Ja, ja, bestimmt, Karl. Was immer du sagst, Karl. Ja. So, wir ruhen uns erstmal aus und dann schnell reisen wir eine Station weiter. Und zwar nach da unten. Weil, mir ist gerade eingefallen, da liegt noch was rum. Das können wir uns noch schnell holen, weil wir haben jetzt ja die Fähigkeit, dieses Zeug. Das ist schon wieder passiert. Hol ich verreckig. Und zwar, wenn wir jetzt hier hoch gehen. Ja, richtig, ist das richtig? Ist das korrekt? Ja, doch, ich will eigentlich einen noch zurück. Genau, nämlich da, wo wir herkommen, wo die grüne Wand war. Genau, hier wollen wir zurück. Genau. Da bei der grünen Wand. Weil da war nämlich noch so ein Ding, was man mit diesen komischen Spargelschäler kaputt. Ernsthaft jetzt? Muss ja unbedingt so nervig sein hier in diesen Dingern. Das ist der Auftrieb hier nicht reicht, um zurückzufliegen. Muss ich jetzt echt diese komische andere Plattform nehmen? Jetzt reicht es auf einmal. Wie krass man an Höhe verliert, wenn das Spiel nicht will, dass man da lang fliegt. Ob ich sowas hasse. Das ist übrigens auch ein Zeichen. Also die ganze Session heute könnte eigentlich heißen, schlechtes Design. Aber ist in der Tat, ist es ein weiteres Zeichen von schlechtem Design, wenn du unsichtbare Wände hast. Weil das heißt, dass du das halt deiner Technik nicht genug vertraust. Und deswegen halt so ein Bullshit machen musst, um Spieler davon abzuhalten, zu weit zu kommen. Schön, dass du die gleichen Dinge wie ich. Du hast mein... Lol, wie ist das denn gerade passiert? Du hast meinen Kampf gegen den Octobokto noch nicht gesehen. Da bist du dem, der Bokto-Brot, den ich für absoluten Bullshit halte übrigens. Aber ich gebe es ja auch wieder. Au. Okay, der kommen wir gleich noch. Aua. Habe ich denn gerade Macht gebraucht? Das war's schon. Habe ich nicht Sandy gespielt? Ja, mich hat gerade vorhin der Octobokto tatsächlich fast dazu gebracht aufzuhören, weil es einfach nur dumm war. Ich habe mich dann entschieden, das Vieh einfach zu ignorieren. Weil es irgendwie ein sehr unlogischer Kampf ist. So, guck mal, jetzt kommen wir nämlich hier. Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir vielleicht doch mal die alten Maschinen nutzen können oder so, naja. Lass uns die Datendisk zu See bringen. Was bringt mir das außer Cosmetics, die keiner braucht? Wo war denn jetzt? Komm her, ich muss das cool machen. Mach ich jetzt eigentlich wieder cool. Wo war doch hier so ein Werfer, ne? Wo war denn der? Weiter unten? Ich hab leider komplett vergessen, wo der Werfer für diese Kugel war. Der war hier drinne. Naja. Das war's schon. Oh. Ist jetzt nicht so die Riesenbelohnung, mit der ich gerechnet hatte. Oder mit dem Riesenerkundungsding. Aber naja, ich nehme alles. Naja, Gesundheitsessenz. Das wird mir in zukünftigen Kämpfen gegen den Octo bestimmt eine Menge helfen. Also nur mal bloß wieder zurückkommen, wo er herkam. Was ein bisschen lästig ist, weil hier kein Speicherpunkt ist. Ich kann hier einfach Wallwanne. Das ist doch am einfachsten, oder? So, die sind nach wie vor tot. Das Ding ist einfach eine Kulisse mit seinem Tempel aussehen, weil natürlich ist hier alles Kulisse in diesem Spiel. Warum sollte hier auch irgendwas irgendwie Logik haben? Ich bin gerade so einfach, bin ich diesen Weg da oben schon lang gerannt? Ah, da liegt Priorit dran. Wie komme ich da genau ran? Dafür, dass ich jetzt eigentlich gerade ein bisschen mich wieder auf die Hauptquest konzentrieren sollte, was super funktioniert. Bin ich jetzt schon wieder ganz schön dabei, irgendwelches Zeug zu sehen. Vor allem, weil es bestimmt keine Priorit ist, sondern ein Datendisk. Wir haben ja gelernt, dass wir mit Priorit eigentlich absolut nichts machen können. So, genau. Den Weg habe ich im komplett übersehen, ne? Warum genau ist jetzt hier nicht so ein Vogel? Denn der Vogel ändert ja irgendwie nichts, ne? Hab ich das hier irgendwo hoch? Ne, ich soll... tatsächlich den gleichen Weg nicht bekommen, wieder zurück. Bringen wir sie zu See.
Aha. Naja gut, netter Fund hat er gesagt, dann wird das schon stimmen. Ich hab schnell aufgehört, Sachen zusammen. Ich finde diesen kosmischen absolut nötig. Ich meine, an sich bin ich ja für sowas immer zu haben, aber halt in diesem Fall ist es wirklich halt nicht wirklich weiter, ne? Schon. Yay. Yeah. Ich hätte natürlich einfach schnell reisen können bis zum nächsten Punkt. Aber wer will das schon? Ein paar Sachen bringen ja auch. Bringen ja auch Gameplay-Sachen, wie zum Beispiel die ersten Daten. Geschichte, doch hat nichts davon einen Wert. Was erwartet denn, dass ich hier finde? Taganush? Wer ist denn jetzt Taganush? Sehen wir uns mal drinnen um. Na toll, eine Arena. Ich hab mich wirklich darauf gefreut, dich zu treffen. Ich darf nicht scheitern! Hey, der hat auch ein Laserschwert. Cool. Da kann ich mit umgehen, oder? Warum habe ich denn nicht keine unbremsbaren Attacken? Hab ich da was jetzt gehört? Hä? Was ist jetzt passiert? Macht doch gar keinen Schaden an mir, ne? Vor seinen Arm. Battle Raiders Leutnant, Doppelklinge. Ravis hielt es für angebracht, die besten und lehrersten Krieger der Battle Raiders mit eigenen Lichtschwertern zu belohnen. Totems, die der Gender in früheren Zeiten Jedi-Gegner abgenommen hat. Dieser mit einer Zwei-Klingen-Schwerter bewaffnete Lieutenant setzt außerdem einem Handgelenk angebrachten Greifhaken, um das Schlachtfeld zu durchqueren, Gegner zu attackieren. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass er mit das Schlachtfeld durchquert. Ach, so cool, dass sie ihre eigenen Lichtschwerter haben. Noch ein Raider mit Lichtschwert. Dagon schickt sie, um irgendetwas zu suchen. Und wir folgen derselben Fährte. Können wir sehen, wenn wir da drin sind? Naja, vielleicht braucht man die Lichtschwerter für irgendwas. Bereit zum Weitergehen? Ja, hack das mal. Ah ja, Stühle. Ich meine, das ist ein schöner Innenhof, ne? Ich habe ja, wenn ich irgendwie so unendlich Geld hätte und so ein Haus bauen könnte, würde ich mir auf jeden Fall so ein Haus bauen, was so wie so ein römisches Dingsbums ist. Also hier mit so einer überdachten mit so einem semi-überdachten Innenhof. Zentrales Anwesen. Das Gebäude der Ansiedlung dient den Jedi auf Koba als Hauptanlaufpunkt. Ihre Nadel bewusst an die unverwechselbaren Türme des Jedi-Tempels auf Coruscant. Ich finde das irgendwie cool, so einen Innenhof zu haben. Also so ein Gebäudedings. Ein Patio? Ah ja. Problem ist bloß, wenn du nicht so super sonniges Wetter hast, klappt das halt nicht so gut, ne? Also dann ist das halt eher unnütz. Aber gut, man könnte es überdachen. Ich meine, wenn du in so einer schlechten Wetterregion bist, dann machst du da halt quasi einen besseren Wintergarten draußen, ne? Was dann auch bestimmt ganz geil ist. So, da unten war ich schon? Fragezeichen? War ich, ne? Ja, doch, da war ich schon. Okay, gut, dann warst du doch nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Ja, ist schön, dass wir übrigens welche so Kulisse drin haben, dass wir so Gebäude haben. Oh, eine Hand. Ich glaube, das war nur die Spiegelung von Karl. Karl! Ja, super auf jeden Fall bis jetzt hier. Wir rennen ja auch einfach durch das Haus in die Weg. Komplett den Innenbau und Zeug. Ja. Können wir noch was zu analysieren? Er hat gerade rumgebiebt. Also, hätte ich beinahe übersehen, die Tür. Trainingshof. Das Anwesen wurde in einem großen Innenraum gebaut, der für die Ausbildung der Jedi bestimmt war. Er bot genügend Platz für Kampfübungen, Meditation oder einfache, aber produktive Diskussionen zwischen den Anwesenden. Ja, produktive, es muss ja immer alles produktiv sein. Also, das ist schön, dass die Lampe hier übrigens noch ein bester. Oder ist vielleicht nicht die Originallampe. Messcans. Oh, ich sehe einen. Kein Durchkommen. Verwüstete Überreste. Obwohl einige Strukturen nicht vollständig vernichtet worden, ist nichts intakt geblieben. Verschollene Trümmer, die überwuchte Natur, zeigen eine Welt, die erst verwüstet und dann verlassen worden war. Also dafür, dass es hier seit 200 Jahren rumliegt oder so, sieht der Teppich echt noch gut aus. Guck mal, selbst die Bücher im Regal stehen noch. Also hier ist eigentlich noch alles im besten Zustand. Und das ist der Ort, wo wir hinwollen, weil dann gehen wir woanders lang erstmal. Nicht, dass hier irgendwie gleich Ereignisse passieren, die man mal rennen muss. Na gut, hier ist einfach nichts. Also an sich geht's der Hütte noch super, ne? Also, zum Beispiel der Raum hier wäre vollständig bewohnbar, oder? Naja, so halb. So. Noch so ein Gerät. Es ist auch kaputt. Vielleicht ist es ja anders kaputt, Karl. Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Nein!
Centauri. Noch eines von Centauris Geräten. Dagon hat Jedi getötet, weil sie es zerstört haben. Ah ja. Zwei Jedi zerstörten ein Gerät, das Dagon Gever eintrifft. Er kann sich nicht mehr aufhalten. Nach Son Rasso tötet er beide kaltblütig. Und das, die anderen haben da keine Chance gegen? Ich denke, das könnte unsere Antwort sein. Bringen wir das hier zu Meister Cordova. Yay. Wir müssen das hier benutzen. Ja, diese Tür hier. Scan. Wir finden Regale. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Was? Thesen von Yaddle? Ein Verlern von Jedi-Meisterin Yaddle mit einzeln weniger bekannter Jedi-Künstler. Daher sind ihre Anmerkungen dazu unverständlich und vielleicht absichtlich vage. Warum sollte denn noch was von T'Pol hier rumliegen? Dieses Fenster führt nach draußen. Ja, das machen wir gleich. Erstmal checken wir hier noch die Erinnerung ab. Was genau? Ah, eine Leiche. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Komischer Paladin? Paladin. Tja, Katastrophe. Als das Unglück eintrag, wurde rasch mit der Evakuierung von Kobo begonnen. Einige wollten zuerst ihre Arbeit verteidigen. Ihre Mühen waren letztendlich sinnlos. Ja, super. Ja, nee, also das ist anscheinend, also ich nehme an, das ist der Kompass. Wir sollten das hier zurück nach Jeddah bringen. Meister Cordova will bestimmt sehen, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ich mich noch mal einmal kurz am Octobombe abpacke. Bevor ich das mache. Da oben ist das Vieh. Wo fliege ich denn damit jetzt hin? Was genau ist das eigentlich da vorne für eine Station, die in der Luft schwebt? Das geht so hoch zu der Mondstation mit der Fertigungsanlage und Montageeinrichtung, die absolut keinen Sinn ergibt. Ach, guck mal, hier oben ist noch ein Erinnerungspunkt, den ich erstmal überlassen. Vergessen. Hui! Achso, da oben ist noch ein Tempel. Zu dem ich nicht rankomme! Verdammte Schweinerei! Natürlich sagt das! Das ist so künstlich, wie das Vieh manchmal absagt und dann wieder nicht! Also das ist doch nervig. Also echt jetzt. Wenn ich das ausgedacht hat, dass das manchmal so richtig dämlich runtersackt und dann an... Hab ich nicht jetzt für die Hülle hier übersehen? Und manchmal halt nicht, ne? Hui! Ach, das nervt einfach nur. So, was haben wir hier jetzt Schönes? Noch mehr Kosmetik nehme ich mal an, aber... Oh ja, voller Kinn und Schnurrbart. Nee, nee. Ja, nicht, also wirklich. Okay. Also die Haltepunkte sind also nur damit da, dass wir hier quasi besser rauskommen. Na, Judy. Schön, cool. Dann werde ich wohl noch mal kurz zum anderen Wegpunkt da laufen, mich noch mal an dem Okto versuchen. Ich weiß zwar nicht, was jetzt daran besser geworden sein soll, weil ich habe seitdem eigentlich nicht mehr gelevelt, was mich irgendwie stärker macht. Kann ich hier noch was tun? Am kochenden Felsen. Da fliegen gelernt habe ich auch nicht. Wenn ich mal an Cordova erklärt mir denn, wie ich bestimmte andere Sachen dann machen kann. Betenstein im Märchenland? Hast du wieder zu viel Feuerschwanz gehört? Hallo T-Rex. Oh, ich kriege Nachrichten. Warum kriege ich denn Nachrichten? Oh man. Wie mache ich Streamen? Kriege ich ziemlich 10 Millionen? Aber das ist wahrscheinlich, weil von 17 bis 20 Uhr wahrscheinlich die Zeit ist, um irgendwie Nachrichten zu bekommen, ne? So. Dann habe ich jetzt schon wieder. Ich bin fast bei 2 Fähigkeitspunkten. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dann muss ich, glaube ich, nochmal kurz in dieser Festung mal kurz noch ein paar Viecher umhauen, bis ich bei 2 Punkten bin. Weil ich werde ja höchstwahrscheinlich sterben bei dem Versuch da, ne? Das, Da führt ja kein Weg dran vorbei, dass ich da ein bisschen scheitern werde. Aber. Das regt mich immer noch auf, das ist halt so schlecht, das zu sein. Also, ich kann doch leider nichts machen, um einfach mehr Damage zu machen. Das ist ja nicht so, dass ich mir mein Laserschwert irgendwie ausbauen kann und dann irgendwie mehr Schaden drin habe, ne? Ich bin beschädigt. Wow. Daneben. Verpasse Ziel. Ich hätte gerade auf, ich hätte. Rakete unterwegs. Ah. Oh. Ich hätte vielleicht.
hätte vielleicht im... Oh, da hinten ist ja noch eine Erinnerung, die hab ich jetzt noch mit übersehen. Na gut, dass wir die finden. Die bringen aber gut XP, die Boys, die gerade. Wir wünschen uns Stärke. Wir stellen die unsere in deinen Dienst. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Siegreiche Manipulation? Aha. Nach einem kleinen, brutalen Bürgerkrieg, der diese Anhörung zerriss, schworen die Bandenanführer Ravis die Treue und wurden Teil seiner neuen Gründe im Battle of Raiders. Welche Vier wurde verbannt? Nicht einfach erschossen? Du läufst weg, Feigling! Ja, ich muss sowieso zurück zum Punkt und mein Lebenspunkt alles wieder resetten. Nicht schlecht! Gib mir ein Stem! Alter, das regt mich so auf, dass das unterbrochen werden kann, ne? Alter, macht das viel Damage! Bist du dumm? Der gehört mir! Reicht immer noch nicht. Das ist trotzdem dämlich, dass das unterbrochen werden kann. Der Stim. Also das ist halt... Vor allem, weil das ist ja eigentlich BD1, der den Stim macht. Nicht. Oder Karl. Sonst würde kann das... War ich hier? Ja, hier bin ich schon. Warum kann das unterbrochen werden? Weil das ist halt manchmal in echt kritischen Momenten, dass das halt einfach nicht funktioniert. Hey, ein Feind. Ja. Ich werde schon lange tot, wenn hier nicht ankommt, oder? Reicht es immer noch nicht für ein Level Up? Oh. Ist irgendwo noch ein kleiner Roboter? Ich habe keinen Bock, jetzt hier die ganzen großen Arten zu erschießen. Kann ein Lichtschwert wirklich durch Panzerung? Jedi! Alter. Reicht es immer noch nicht. Yay. Warum hat das gerade so komisch geflackert? So, jetzt bin ich ideal dafür vorbereitet, den Octobokto umzuhauen. Mit Octobokto meine ich natürlich die Octobrut. So, was leveln wir jetzt noch für 2 Punkte mehr Macht? Bringt mir das mehr was? Mehr Machtenergie zu haben? Wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Ansonsten habe ich auch nichts anderes, was ich sonst leveln kann, was irgendwie jetzt was bringt. Vor allem, weil ich gegen diesen dummen Okto sowieso keine Schwerter werfen kann. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht... Warte mal, ich versuche mal einen anderen Kampfstil. Ich nehme mal die Doppelschwerter mit. Weil die sind halt schnell. Vielleicht ist das ja voll gut gegen das Vieh. Ich glaube ich zwar nicht dran, aber... Achso, das wird vielleicht doch rasten, wie ich das angekündigt habe, wie ich es tun werde. Boah, die Viecher resetten, weil sonst ist hier gleich Essig. Mit Zeug. So. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Hast du nicht. Roger, Roger. Also, die rennen mir im Bär. Ich fällt gerade nicht, ich kann meine coole Reflektionstaktik gar nicht benutzen. Also was ist denn Reflektionstaktik? Nee, Quatsch. Die Reset-Taktik, weil ich bin auch gar nicht gestorben gegen das Vieh. Er wurde befördert? Was ist das denn passiert? Wer hat das denn genehmigt? Würde ich dann nur blocken. Ah! Stimmt, bitte! Das ist so dumm! Das ist so bescheuert! Ja klar, du kannst nichts machen gegen diese Zunge. Also doch, ausweichen natürlich im richtigen Moment, aber du kannst halt sonst nichts tun. Du kannst nicht wegrennen oder so. Das ist total dämlich. Ich meine, das Vieh stand gerade neben mir, im komplett falschen Winkel für irgendwas. Und ich konnte trotzdem nichts tun, weil ich halt sofort ausgewichen bin, statt darauf zu warten, bis die Zunge richtig rauskommt. Was dann offensichtlich anscheinend die nicht funktionierende Taktik ist, weil du kannst ja nichts tun dagegen. Das ist so dämlich! Ich meine, warum ist das ein Ding, bitteschön? Hä? Oh, ich bin runtergefallen, weil ich mit einer Hand gespielt habe. Hä? Wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist so eine unfassbare Scheiße mit diesem Vieh. Ich meine, hä? Das hat irgendjemand, hat das programmiert, designt und gespielt testet. Und also vielleicht wurde es nicht gespielt. Und irgendjemand muss es für gut befunden haben, ne?
Kann irgendjemand... Für den Boss habe ich ewig gebraucht. Ich habe bisher aufgehört, mich zu fressen. Das war der letzte, was ich gemacht habe. Ich denke, du hast das Spiel nicht gespielt. Nein! Nein! Ah, wie dumm. Es ist auch geil, dass er zwei rote Attacken hintereinander macht. Ich konnte gerade nichts machen. Hä? Ich konnte mich nicht heilen? Ich konnte nicht ausweichen? Weil ich bin ja ausgewichen, das hat ja nichts gebracht. Das ist so dumm. Ich meine, hä? Was ist denn das für ein Gegner? Was hätte ich denn jetzt tun können, was mich irgendwie davor bewahrt hätte zu sterben? Weil ich bin ja ausgewichen. Ich bin ausgewichen und trotzdem gestorben. Und aber vorher, die Attacke vorher war auch nicht aus... Die Attacke vorher konnte man auch nicht ausweichen. Auf Distanz bleiben. Ein weniger. Was hätte ich denn machen sollen? Den habe ich gemacht und aufgehört. Oh. Ich benutze das Ding jetzt ja nicht eher nochmal für so drei Versuche. Ich werde wahrscheinlich immer wenn ich jetzt auf Provo bin. Jetzt immer wenn ich jetzt auf Provo bin, das dieses Vieh mal kurz machen. Das staggert das kurz, ne? Ah, das ist eine Malikat-artige Verzögerung, ne? Oh, das unterbricht es. Ach, cool. Vielleicht hätte ich die Munition doch aufsparen. Ein Wunder ist geschehen. Alter. Hä? Hä? Das ist einfach nur dumm. Was soll ich denn machen? Also ich kann jetzt natürlich den Schwierigkeitsgrad senken. Das ist aber nicht so, wie ich den Gegner gerne besiegen würde. Ich meine, was war denn das gerade schon wieder für eine Show? Es macht einen schweren Angriff. Oh, kleiner Angriff, kleiner Angriff, kleiner Angriff. Du kannst nichts tun. Weil das Vieh einfach nur so einen halben Millimeter nach vorne springt. Und du halt davon nicht wegkommst. Hä? Ich verstehe es halt nicht. Wo ist die Taktik? Wo ist die Finesse? Wo ist das Pattern? Wo ist irgendwas? Ich meine, hä? Die einzige Kunst des Gegners ist ja scheinbar Robbistorm. Oh. Das ist ja halt schon dumm, wie es ist, ne? Okay, das ist der schwere Schuss, das Vieh blockt. Das ist natürlich sehr praktisch. Hä? Ist das kaputt oder was? Das ist der dümmste Gegner ever. Ja. Oh, Fernkampf Instagib. Du kannst nichts machen. Das ist echt. Ich muss meinen Geist freimachen. Nee. Wenn ich nicht schon leicht heiser wäre, würde ich mich jetzt noch ein bisschen aufregen, aber... Nee, das ist einfach nicht wert. Das ist schlechtes Design. Wer das Ding gebaut hat, sollte sich richtig schlecht fühlen, weil die Person ist kein guter Designer. Das ist einfach nur schlechtes Design. Nein, ich weise jede Schuld von mir. Das ist fucking schlechtes Design. Ich habe diverse Soulspawn-Spiele durchgespielt. Mit komischen Builds. Das war alles kein Problem. Ich habe irgendwelche Scheißboss. Ich habe Malenia im Koop besiegt, wo die zigtausend Lebenspunkte hat. Wir haben Patterns auswendig gelernt. Und Zeug, und Zeug, und Zeug. Und das ging alles. Daran war ein Learning zu sehen. Dieser Boss hat kein Learning. Deine beste Chance, das Feature zurückzukriegen, ist Glück zu haben, dass es diesen komischen Zungenangriff nicht macht. Ich meine, wie oft der mich jetzt gekillt hat, wo ich nichts tun konnte. Also wirklich, ne. Nee, ich weise jede Verantwortung von mir für das Ding. So, mehr Verantwortung vielleicht dann beim nächsten Mal, aber heute gab es nämlich keine. Ciao.